Schönen guten Tag. Ich möchte Ihnen gerne erklären, was es für Veränderungen derzeit in unserer Branche gibt. Der europäische Gesetzgeber hat Rodentizide für Monitoringzwecke verboten. Das bedeutet, dass es dringend Alternativen bedarf. Und was das für Alternativen sind, das möchte ich Ihnen gerne heute mal erklären. Hier sehen wir jetzt eine Köderstation, wie sie im Außenbereich üblicherweise steht. Im Inneren befindet sich ein rodentizider Köder. Die Mäuse haben den hier angenommen. Aber genau das will der Gesetzgeber ab nun jetzt nicht mehr. Unsere Absicht ist es jetzt, alle Ratten- und Mäuseköderstationen gegen mechanische Fallen zu ersetzen. Hier sieht man ein Exemplar, was zwei Schlagfallen hat und in der Mitte den Sender. Das heißt, wenn ein Tier gefangen wird, bekomme ich darüber eine Nachricht vermittelt und muss sie nicht täglich kontrollieren. Hier sehen wir jetzt eine andere Form der Köderstation. Wir haben für unterschiedliche Einsatzzwecke unterschiedliche Köderstationen und dafür eben Sender gebaut. Hier sieht man die Schlagfalle mit dem Sender und dem speziellen synthetischen Lockstoff. Das Köderverfahren hat einige Nachteile im Vergleich zum Einsatz von mechanischen Fallen. Eins ist sicherlich die Vergiftungsgefahr, zum anderen auch die Sekundärvergiftungen, die immer wieder auftreten, aber auch die Resistenzen, die es immer wieder gibt. Und beim Einsatz mit mechanischen Fallen haben wir das Ganze nicht. Wir fangen das Tier unmittelbar an Ort und Stelle und können es dann entfernen. Wir haben für jeden Einsatzort die richtige Technik. Bitte sprechen Sie uns einfach an, wir informieren Sie gerne.